ein herzliches Willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part SC Paderborn to be Wild. Heute ist Europa League. Wir sehen hier, ich bin auf Platz 2 noch vor Everton. Göteborg hat 2 Spiele, 2 Niederlagen und ich bin mit einem Sieg, einer Niederlage dabei. Und ich würde sagen, wir machen jetzt kein großes Drumherum. Die letzten beiden Spiele habe ich gewonnen, also hier mit breiter Brust. Yeah! Kommen wir jetzt hier ran. jedes Mal knapp gewonnen, leider nur mit 2-1. Aber jetzt gegen Göteborg, da muss doch was drin sein hier. Wir spielen mit der A-Mannschaft. Wir wollen natürlich hier die Top-Leistung. Und ich kann euch schon mal jetzt sagen, dass Munir bald wieder fit ist. Er ist noch quasi angeschlagen mit einem Pflaster. Er ist wieder im Training. Aber er kann quasi schon wieder spielen und das heißt, er wird bald sein erstes Spiel für den SC Paderborn machen und ich bin sehr gespannt, wie der so abgeht hier im Karrieremodus. Ich kenne ihn ja noch von ohne groß nichts los aus der Ultimate Team Reihe und ja, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, ihr habt das auch gesehen, der war ja eine Weile dabei. Jetzt auf jeden Fall hier schon mal die erste Chance mit Saar, der Kopfball, alles noch easy. Und jetzt erstmal hier der Abschlag. Ja, ich konzentriere mich heute mal komplett aufs Spiel, weil zu Göteborg kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, ich will hier die 3 Punkte. Das wäre für mich sehr wichtig. Und jetzt schießen wir mal mit Rupp einfach mal von hinten drauf. Und ich habe gedacht, der senkt sich jetzt voll ins Tor rein. Hat so ganz leicht geruckelt. FIFA läuft einfach nicht rund in letzter Zeit auf der PS4. Ich habe keine Ahnung warum. Vor allem der Karrieremodus, der ist schon, es ist schon komisch. Die PS4 ist an ihre Grenzen gekommen. Für mich zählt heute nichts anderes als ein Sieg. Die haben 2-mal verloren. Das sagt mir eigentlich, dass hier was ist, drin ist für mich, oder? Oh, jetzt muss ich hier den Ball schnell holen. Irgendwie fehlt jetzt mein Innenverteidiger. Ja, zurückspielen. Und dann dürfte auch nichts Großartiges passieren, wenn man. Weil Louis, der hatte noch gefordert in der Woche, das habt ihr gar nicht gesehen. Er will gerne wieder spielen und ja, ich habe ihm ja ein Spiel ausruhen lassen und jetzt kann er sich natürlich wieder freuen, dass er dabei ist. Rupp. Jabo. Form zeigte noch bei ihm nach unten vom letzten Spiel wahrscheinlich, aber das kann sich heute wieder alles ändern. Er bekommt die Chance von mir. Bertels, schön hier noch reingekretscht und dann das Ding erstmal aufgehalten, aber wir müssen hier natürlich aufpassen. Es kann ganz schnell in eine Frustration sich ändern hier alles. Wir kennen das bei mir. Oh, den Ball raus. Oh, da ist ja noch einer. Ich dachte, das ist ein Schiedsrichter irgendwie. Keine Ahnung warum. Ja, also weiter geht's hier außen. Aber, Könnecke und Könnecke immer noch und yep. Ja, schön gespielt. Jabo. Ah, leider kriegt er den Ball jetzt nochmal an den Fuß, aber der Einsatz ist da, der Wille war da, aber das Fleisch war schwach, ne? Wie war das? Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier auf hohen Druck und offensiv meine Standard-Taktik-Einstellungen, auch wenn viele von euch ja immer gesagt haben, stell defensiv und auf Konter ein, läuft total gut. Da komme ich nicht persönlich mit klar. Ich habe alles schon probiert und damit komme ich nicht klar. Nimm ihn mit und er kretscht 2-mal dran vorbei. Ja, kretschen kann man jetzt nicht sagen. Tackelt 2-mal vorbei. Und Göteborg kommt hier immer gemächlich Richtung meinem 16er. Außer, wenn man hier mal einen Weg kommt. Oh, das war jetzt schon an der Grenze zu Glück. Das auch von mir. Balui. Er hat schon einige Tore hier in der Europa League geschossen. Und er will und wird mit Sicherheit auch noch weitere treffen. Jetzt kommt aber erstmal hier Clinton dran. Aber er kommt nicht mehr zum Abschluss. Hm. Ah, komm. Ja. War eine heiße Nummer. Da außen haben wir Wally mit dem Schuss und der Keeper muss hier ins Ausklären. War eine schöne Chance, schöne Gelegenheit hier für Paderborn und jetzt kommt mein Eckball.
Und der Kopfball von Könnecke, aber der ging noch völlig drüber. Jetzt muss es aber mal so langsam hier enger werden, weil das kann ja nicht sein. Das waren jetzt schon einige Schüsse aufs Tor. Und davon noch keiner so richtig, richtig, richtig gefährlich. Ah, schade. Ja. Boah, Louis. Mit dem Schuss rein ins Ding des Glückes und der Freude. Zu Hause mit Paderborn in Führung 1:0. Da habe ich etwas Glück gehabt, dass der Verteidiger da komplett geschlafen hat. Balui wieder ein vorbei. 6 Tore im dritten Spiel. Balui ist der Eurofighter von Paderborn. Geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 6 Tore hat er geschossen in 3 Spielen. Das ist einfach, er hat sich auch vorher, wie gesagt, angekündigt, er will spielen, er will wieder die Dinger machen und er macht hier auch einen. Und hoffentlich, ja, bleiben wir jetzt auch in Führung. 33 Minuten vorbei. Abschlag, diesmal ein bisschen weiter mal machen. Bringt das was? Bringt nur Ärger. Ich krieg den Spieler nicht. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, oh nein, ob ihr mit dem rechten Stick den Spieler wechselt. Ich kann mich da einfach nicht dran gewöhnen. Aber ich weiß, dass es eigentlich, oh nein. Scheiße. 11 Meter. Scheiße. Ich hab mich einfach, das war einfach totaler Unfug, den ich da gemacht habe. Ich habe den Pass gemacht und auf einmal in dem Augenblick, wo ich schon gedrückt habe, geht der Spieler vor dem Verteidiger. Als ob er gewusst hätte, dass ich ihn da jetzt inpassen würde. Ja, und dann kriegst du so eine Scheiß-Situation hier. Mal gucken, ob Wiese ein Elfmeter-Killer ist. Ah, in die Mitte geschossen. Und dann kommt der Ausgleich aus dem Nichts im Endeffekt. Scheiße. Ja, schreibt mir trotzdem mal rein in den Kommentarbereich, ob ihr mit dem rechten Stick, habt ihr euch daran gewöhnt, macht ihr das nur mit dem rechten Stick, Spieler wechseln? Da kriegst du halt, wenn du in die Richtung, in die du den Spieler haben willst, dann kriegst du den halt auch, was du halt mit normalen Spielerwechseln nicht hinbekommst, falls ihr das noch nicht gewusst habt, ne? Oh, ey, da braucht er 2 Jahre, um den Pass zu bringen, echt, ey. Und jetzt kommt Göteborg. Und jetzt nochmal ich mit Paderborn, hoffentlich. Letzte Gelegenheit hier in Halbzeit 1. Oh, das ist glatt rot. Für mich ist das glatt rot. Ja, das wird wahrscheinlich gelb geben. Es sah aus, als wenn er von hinten reingekretscht ist. Ja, und somit Johansen, Jakob Johansson. Mit der Belastung und Rupp mit dem Freistoß übers Tor drüber. Ja, das brauche ich von da, brauche ich nicht schießen. So. Na komm, mach mal kurz hier. Mach mal so wie ich. Vielleicht kriege ich dann auch mal so ein Tor hier hin. Habe ich aber im Karrieremodus, glaube ich, noch nie gemacht. Oh nein, ey, jetzt habe ich irgendwie hier die Verteidiger nicht am Start. Geh weg! Geh weg! Oh, abseits. Ja, scheiße. Also ich finde es echt ärgerlich. Das war ein ganz grober Fehler, den ich gemacht habe. Und der wird halt sofort bestraft. Hä? Ja, klar. Da wollte ich ihn auch, so wollte ich ihn auch hinspielen. Genau so wollte ich es machen. Gut, Halbzeit. Wir wischen uns jetzt den Mund ab und machen einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Dann klappt das nämlich auch noch. Die Aufstellung bleibt wie gehabt. 4-5-1-System. Sehr schön. Fragen wir, ob wir einfach noch offensiver einstellen, weil ich habe das Gefühl. Rupp, komm! Die kommen einfach nicht zum Passen. 2 Jahre musst du vorher planen, dass der Pass kommen soll. Bei den meisten Spielern. Bei einem Balui musst du das nicht planen. Da geht das eigentlich so. Und da außen jetzt Balui, siehst du, der Mann ist einfach präsent.
Und damit jetzt den Einwurf hier rausgeholt. Ich wollte eigentlich reintricksen. Ja, machen wir da außen mal hin. Dann machen wir da mal außen hin. Rupp. 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 Clinton. Und der Fehlpass nach vorne. Es ist einfach irgendwie nicht leicht. Ah! Ich komme nicht dran. Jetzt aber, Könnecke. Hat schon lange keinen guten Sprint-Konter mehr so machen können. Aber irgendwie sind das auch nicht die passenden Spiele dafür. Aber jetzt! Komm! Da dran! Mensch, was, Balui? Ich weiß es nicht. 55 Minuten vorbei und ich finde, wir müssen jetzt mal hier sehr offensiv einstellen. Zurück. Außen. Flanken! Keiner da. Egal. Und man Schuss von hinten wagen. Das geht aber nicht, weil halt immer, wenn ich mal von hinten draufschießen will, wird geblockt. Das ist einfach so. Wally holt sich den Ball. Und Göteborg ist hier absolut, absolut im Bedrängnis von mir. Null Möglichkeiten nach vorne was zu reißen. Das sind kurze Stöße mal nach vorne, aber mehr kommt da eigentlich auch nicht. Das gibt jetzt wahrscheinlich einen Foul. Nee, auch das war anscheinend fair gelöst. Clinton schon lange nicht mehr getroffen. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem Treffer? Oh, was? Ich musste rüberpassen. Ich konnte von da nicht mehr schießen. Und leider konnte er da nicht abschießen. Mit so einer einfachen Geschichte. Ich versuche sie zu bedrängen. Wir müssen jetzt mal auswechseln. Hier, frische Leute müssen ran. Clinton heute absolut unauffällig, finde ich. Rupp. Lassen wir mal Pippitsch rein. Und wen hätten wir hier noch da? Wen hätten wir denn? Kotsch könnte noch kommen. Kotsch für Könnecke. Ja, machen wir so. Und einen lassen wir noch über. Vielleicht kommt noch einer später rein ins Spiel. Süleyman Kotsch. Ich glaube, der ist jetzt gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Irgendwohin hat er gewechselt. War es Schalke? Nee, wer war denn das? Ich habe keine Ahnung gerade. Nee, Schalke nicht, aber wer war es denn? Auf jeden Fall hat er gewechselt. Ich wollte den jetzt unbedingt da vorne hinjagen. Hat aber leider nicht geklappt. Komm, schnell ausführen. Malui hier außen hin. Und er kommt nicht durch. Hier wird hier gehalten. Komm, Wally. Und er hat ihn nicht. Obwohl es eigentlich ein schönes Tackling war. Ah, Vorteil. Und jetzt geht es hier über außen. Mané, oder wie heißt er? Oh, schnell wieder hier hin. Totaler Angriff. Nee, das kann ich nicht machen. Einmal nach hinten spielen und nach vorne. Und Pipic. Kommt er jetzt mal durch? Ach, schade, schon wieder kommt er da. Der Gegner mit dem Fuß noch gerade so davor. Und Göteborg hier mit einem Unentschieden sehr gut bedient. Sehr, sehr gut bedient. Weil ich mir hier selber andauernd im Weg stehe. Wieder mal mit dem hohen Ball nach vorne auf. Wieder kommt einer dann mit dem Fuß rechtzeitig ran. Oh, kein Fehler hier von der Verteidigung. Die machen das einfach zu gut. Ja, und dann kann es ganz schnell gehen. Habe ich hier hoher Druck? Ja. Nee, so weit wollte ich nicht spielen. Aber... Oh, es ist schon wieder so ein dämlicher Fehler. Hier vorne einmal auf Clinton. Kann er ihn genug bedrängen, dass der einen Fehlpass macht? Ja, der ist im Prinzip noch mir. Und...
Schade, Balui, den konnte er nicht mehr da reinleiten ins Tor. Das wäre halt einfach zu krass gewesen. Läuft das hier wieder auf einen knappen Sieg gegen Ende hinaus für eine Mannschaft, die irgendwie in der Nachspielzeit noch den Treffer macht? Wir werden es sehen. Und ich bin kurz davor, jetzt auf totalen Angriff zu gehen. Wir sind eine unerfahrene, dumme Mannschaft in der Europa League. Da geht man mal ein Risiko ein, was man normalerweise nicht eingeht. Das war abseits. Und komm, wir wechseln nochmal schnell. Balui ist jetzt auch einfach wirklich komplett raus. Der ist genug gelaufen. Wird jetzt ausgewechselt. Stoppelkamp kommt rein. Ah, sie machen da auch keinen Fehler hier. So, jetzt ist halt hier die Mitte alles offen. Aber was ist denn das für ein Pass? Ne? Deine! Ich hab den doch zu dem einen hingespielt, der da schön frei war, ja. Aber nein, er spielt einen vorne hin, wo ich niemals drankommen kann. Niemals. So, jetzt hat er einen abgefälschten bekommen. Jetzt kriegt er noch einen abgefälschten. Und Wiese rettet hier in der 90. Minute. Ist das so wie letztes Spiel? Die kriegen nochmal vorne die Gelegenheit. Und ich mach dann im letzten Augenblick nochmal einen Konter und ein Tor vielleicht. Wiese. So, einmal hier. Konzentrieren. Hallo? 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 Ja, das war's. Dieses Spiel gibt es kein Wundertor noch gegen Ende. Leider nicht. Ich dachte, es läuft alles wunderbar nach Plan und dann kommen die mit diesem einen Tor, komme ich mit meinem Fehler. 7 Schüsse aufs Tor, die einfach zu harmlos waren, zu unpräzise. Es hat einfach nicht geklappt vorne. Es ist dann einfach manchmal dieses ewige, ich will den Ball ins Tor tragen. Von hinten drauf schießen bringt eh nichts, weil die Bälle jedes Mal abgeblockt werden. Aber da muss einfach mehr kommen. Leider, wie gesagt, jetzt nur das Unentschieden. Wir gucken jetzt nochmal kurz nach, was die Leute hier so sagen. Ich bin gerade in guter Form. Danke, dass sie mich eingesetzt haben. Ja, bitte sehr. Dann ist jetzt schon wieder fast Bundesliga. Und das nächste Spiel ist gegen Hannover 96. Dann kommt Pokal gegen Union Berlin. Und wir gucken nochmal ganz kurz in die Tabelle, wie es denn aussieht in der Europa League. Einmal hier durchschalten. Ich glaube, ich bin mal genau in die falsche Richtung gegangen. Champions Cup. Oh, da können wir auch mal kurz durchgucken. Man City. Das ist irgendwas Überraschendes. Barcelona. Oh, ein Unentschieden. Bei der Gruppe. Na gut, Liverpool. Hm. Schalke letzter in der Gruppe. Oh, 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 oh. Mit Moskau, Bordeaux und Salzburg. Ja, Bayern erster. Das ist ja auch wirklich eine machbare Gruppe. Dortmund erster vor Real Madrid. Porto und Anderlecht. Manchester United, ja, eine schöne Gruppe, easy, Wolfsburg, kann es natürlich auch noch schaffen. So, jetzt aber Europa League, das ist das, was ich auf jeden Fall sehen will. Stimmt, da ist ja hier auch interessant, wer hier auf Platz 3 kommt, gegen den kann ich dann spielen, theoretisch. So, wo sind wir denn? Saint-Étienne, da sind wir, sind jetzt auf Platz 3, Everton hat gewonnen. Glaube ich. Ja, Everton muss gewonnen haben. Und das wäre natürlich hier fatal. Wir haben noch 3 Spiele. Und ja, jetzt muss ich auf jeden Fall mich ranhalten. Dieser Sieg wäre extrem wichtig gewesen. Da wäre ich nämlich Erster gewesen in der Gruppe. Scheiße. Und somit bin ich Dritter. Göteborg hier noch mit der Hoffnung, weiterzukommen. Okay, ich bin in der Hoffnung, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Würde mich natürlich freuen. Liked mein Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann könnt ihr jetzt auch noch gerne kurz ein Like geben und gerne kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann gegen Hannover 96. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.